Haikus zum Weltuntergang, Teil 4. Wer aus Versehen den roten Knopf gedrückt hat, soll auch aufräumen. Dank strahlendem Hauch liegt mir die Welt zu Füßen. Gojira ist hier. Die Nonnen im Kloster, sie lassen mich nicht hinein. Mutanten kommen. Gespräch verendet. Trockener Hals, Luft ist knapp. Draußen ist's schlimmer. Letztes Buch zur Hand. Letzte Seite gelesen. Der Rest ist Schweigen. Ein Schrei, dann ist Ruhe. Der Letzte macht das Licht aus. Tot, aber ordentlich. In Frieden, Nekla. Invasion nenne ich das. Das Weiße Haus brennt. Die Blumen sind schön. Der Atomwind fegt geschwind. Blumen nicht mehr schön. Bootsektor korrupt. Die Harddisk surrt und rattert. Es gibt kein Backup. Smartphone als Anker. Als Kontakt zur Außenwelt. Wäre da noch jemand? Oh nein, was habe ich getan? Was habe ich nur getan? Oh nein. Um 2 am Treffpunkt, sagt ihr hoffnungsvoller Brief. Ach, käme sie doch. Blumen am Fenster, leis die schöne Welt versinkt. Es schneit seit Wochen. Das war Haikus zum Weltuntergang, Teil 4. Mit Haikus von Florian 666, Judith Strusenberg, Kathi Frenzel, Lars Engelmann, Mio Mesputin, Rebecca Görmann und Tim Süß. Gelesen von Blubberfrosch, Kaidu, Kathi Frenzel, Lille, Ranceron, Rebecca Görmann, Steffen Kusmann und Tim Süß. Produktion Rebecca Görmann. Diese Produktion entstand im Rahmen der Aktion Weltuntergang des Geschichtenkapsel-Podcasts.